Ich bin zum zweiten Mal an Bord der MS Atania von Phoenix Reisen. Sie kennen das Schiff vielleicht aus der beliebten Fernsehserie Verrückt nach Meer. Zudem hat die Atania royalen Hintergrund, denn sie wurde 1984 von Lady Diana getauft, als Royal Princess. 1984 könnte man meinen, relativ alt für ein Kreuzfahrtschiff, aber dieses Schiff wird ständig renoviert und ist in einem wirklich Top-Zustand. Umfangreiche Renovierungsarbeiten fanden 2011 statt und dann noch einmal im Herbst 2014, als zum Beispiel die Atania neue Hauptmaschinen bekam. Dadurch ist das Schiff noch sehr viel ruhiger, als es vorher schon war. Also man hört kaum noch, dass wir auf dem Wasser unterwegs sind. Die Bäder werden nach und nach umgerüstet. Von Badewanne auf Dusche wird gewechselt. Es gibt natürlich auch ein kleines Fitnesscenter und im gemütlichen Wellnessbereich genießen Sie eine wohltuende Massage oder gehen saunieren und erholen sich im Ruhebereich. Es gibt praktisch zwei gleichwertige à la carte Restaurants an Bord. Das ist das für Jahreszeiten und das Atania Restaurant. In beiden Restaurants gibt es übrigens nur eine Tischzeit, was den Vorteil hat, dass Sie abends ganz in Ruhe speisen können und auch ruhig etwas länger sitzen können, was ja auf anderen Schiffen, wo es zwei Tischzeiten gibt, nicht unbedingt der Fall ist. Und übrigens Säfte, Wasser aus der Karaffe und der Tischwein inklusive. Das Lido Buffet Restaurant hat übrigens auch einen Außenbereich. Von dort kann man perfekt auf das mehrstufige Heck des Schiffes blicken. Für mich der schönste Bereich an Bord. Zum Start der Reise gibt's erstmal frisch gegrilltes Würstchen unter freiem Himmel auf dem Pooldeck. Entscheiden Sie sich für ein gutes Buch aus der Bibliothek. Tagsüber können Sie es in der Pacific Panorama Lounge lesen und dabei den tollen Ausblick genießen. Und am Abend gibt es hier Live-Tanzmusik. Was ist mir aufgefallen? Zunächst einmal das großzügige Platzangebot an Bord. Das Schiff ist zwar relativ klein, es hat aber auch nur maximal 1200 Gäste. Was sich unbedingt lohnt, ist ein Blick auf die Routen. Denn die Atania fährt wirklich spezielle Routen rund um den Globus. Und man muss einfach sagen, es ist ein ehrliches Produkt zu einem fairen Preis.